Du willst dir Team of the Season Software Tuni oder diesen Hammer Tyram holen? Bleib dran, um zu erfahren, wie du sie schneller bekommst. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, deinem Kanal für FIFA Trading Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung anmachst und überhaupt keine Trading Tipps mehr verpasst. Zum Team of the Season so far gibt es auch zwei Objectives-Spieler und die sehen beide echt nice aus. Das ist einmal hier der Tyram 89er Rating mit einem 93er Tempo, 90er Schuss und dann der Engländer Tooney 92er Tempo, 88er Schuss und 88er Dribbling. Zuerst jetzt Tipps, wie du Tyram schneller bekommst und dann bleib unbedingt dran auf Tipps, wie du Tooney sehr, sehr schnell erspielen kannst. Für Tyram haben wir bis nächsten Freitag Zeit. Es sind vier Aufgaben und alle vier Aufgaben passieren in den Rivals. Einmal die Torgefahr in zwei separaten Partien, zwei Tore schießen, wichtig Partien und nicht Siege. Das heißt, auch wenn ihr verliert und es geschafft habt, spielt das Spiel bis zu Ende, damit die Aufgabe zählt. Famoser Flankengeber in zwei Partien mit Bundesligaspielern eine Flanke machen. Abschlussstärke, fünf Partien jeweils ein Tor mit angeschnittenem Schuss, Bundesliga und dann der tolle Tyram in sechs Rivals-Siegen mit Franzosen zum Torschützen und Vorbereiter werden. Für die Ziele 2, 3 und 4 schauen wir hier mal auf die Bundesligaspieler, sowohl Frankreich als auch Bundesliga und da sind Leute bei wie ein Mateta, wie ein Player, aber insbesondere auch der Tyram, seine normale Goldkarte noch um die 1000 Coins zu bekommen, hat eigentlich wegen Abschluss und Tempo somit die besten Werte, das abzuschließen. Und ihn könntest du dann zum Beispiel linken mit einem anderen Franzosen, hier mit einem Gignac, auch sehr günstig, der eben dieses 85er Physis erfüllt. Oder aus der Bundesliga wären das dann eher Informkarten, die ein bisschen teurer sind, kannst du versuchen günstig zu bekommen, über Gebote snipen und dann so schnell wie möglich wieder zu verkaufen, solange in dieser Woche die Preise für diese Spieler oben sind. Oder wenn du Cordoba gemacht hast aus Foot Birthday, erfüllt er auch die Anforderung. Kleiner Tipp noch für die Flanken, was ihr schön machen könnt. Ihr könnt zur Grundlinie vorgehen und dann mit Doppelflankentaste in den Rückraum zurück. Und dann kommt da diese halbhohe oder ziemlich flache Flanke rein und ihr könnt einfach einschieben. Das funktioniert eigentlich am allerbesten. Kommen wir zum Tooney. Für den Engländer auch vier Aufgaben und die sind alle in den Squad Battles. Also relativ easy zu machen. Es gibt einmal die EFL Exzellenz, also aus jeder Liga, die es da gibt in England unter der Premier League, muss man mit einem Spieler in Startelf haben und treffen. Dann die Tormaschine mit League One-Spielern in drei separaten Partien zum Torschützen und Vorbereiter werden. Der geniale Tooney in drei separaten Squad-Battles-Partien oder Rivals-Partien mit Steilpässen durch Engländer Tore vorbereiten. Könnt ihr eigentlich dann kombinieren mit den anderen Squad-Battles-Aufgaben. Geht sicherlich schneller. Oder eben, wenn ihr eben Engländer in normalen Rivals spielt, könnt ihr das darüber machen. Und dann mindestens 85er Tempo in fünf separaten Squad-Battles oder Rival-Siegen. Ein Tor per angeschnittenem Schuss, das macht ihr, glaube ich, einfach so nebenbei, wenn ihr Rival spielt und dort vorne Spieler habt, die 85 Tempo haben. Trotzdem mal der Blick auf Footbin, welche Spieler sich hier besonders eignen, wenn wir auf die zweite, dritte englische Liga gucken und dann noch nach Engländern suchen, die eben dieses 85er Tempo haben, gerade dann, um das in den Squad Battles zu machen, haben wir hier einen Nico zum Beispiel, der ganz nett aussieht mit diesem über 90 Tempo und gerade in Squad Battles hilft das, einfach dieses Tempo zu haben und dann auch gerade auf Profi oder Weltklasse ist es, glaube ich, noch ganz gut zu schaffen für euch. Richtig nice sehen auch die Story-Spieler aus, die es zu dieser Saison gibt. Und auch hierzu wird es natürlich wieder ein Video geben, wie du schnell hochlevelst und vor allen Dingen ein Review von diesen Spielern, zum Beispiel hier von Samuel Umtiti. Abonniere also den Kanal und wenn du die Benachrichtigung anmachst, gibt es auch immer sofort eine Info, wenn das nächste Video für dich online geht. Heute 16 Uhr, erster Livestream überhaupt. Wie kann man traden zum Team of the Season so far? Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.